Steuerrazzia beim DFB in Frankfurt am Main. Die Fahnder durchsuchen die Zentrale des Deutschen Fußballbundes und die Privathäuser von Verbandschef Wolfgang Niersbach, seines Vorgängers Theo Zwanziger und von Ex-Generalsekretär Horst R. Schmidt. Es geht um Steuerhinterziehung in besonders schwerem Fall. Hintergrund ist eine ominöse Zahlung von 6,7 Millionen Euro an den Weltverband FIFA im Zusammenhang mit der Vergabe der Fußball-WM 2006 in Deutschland. Wissen Sie, wie viele staatsanwaltschaftliche Ermittlungen ich schon erlebt habe? Die ich mit großer Gelassenheit entgegen. Ich weiß, dass ich die Wahrheit sage, da ist nichts zu befürchten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll die Millionenzahlung für eine Kostenbeteiligung an einem Kulturprogramm im Rahmen der WM 2006 dargestellt und als Betriebsausgabe steuermindernd geltend gemacht worden sein. Laut Staatsanwaltschaft hatte die Zahlung aber einen anderen Zweck. Sie hätte deshalb nicht als abzugsfähige Betriebsausgabe geltend gemacht werden dürfen. Die Staatsanwaltschaft wirft DFB-Chef Niersbach, seinem Vorgänger Zwanziger und Ex-Generalsekretär Schmidt daher Steuerhinterziehung vor. Sollte sich der Verdacht erhärten, dann kommt es zur Anklage. Sie ist ein Sommermärchen.